Die Landesbühnen Sachsen haben am 9. April 2011 mit der Oper La Bohème von Giacomo Puccini eine neue Premiere. Zu dieser Inszenierung hat sich der Operndirektor Horst Kupich Verstärkung von der Technischen Universität Berlin geholt. Zwei Studentinnen wurden ausgewählt, um für die Inszenierung die Kostüme und das Bühnenbild zu entwerfen. Herr Kupich, was schätzen Sie am meisten an der Zusammenarbeit mit den jungen Leuten? Es ist eine Oper, die von jungen Menschen handelt, die von jungen Künstlern handelt, die von den Nöten junger Künstler, junger Menschen handelt, die in abgewandelter Form eigentlich immer vorkommen. Jeder Student hat Geldnot, jeder Student muss irgendwie überleben, jeder Student versucht, so schnell wie möglich nach oben zu kommen, seinen Durchbruch zu kriegen. Jeder Student ist aber auch in Opposition gegen das normale Bürger oder viele Studenten gegen das normale bürgerliche Leben. Und mich hat einfach interessiert, wie gehen heutige junge Künstler mit diesem Thema um? Wie nähern die sich diesem Thema? Welche Probleme sehen sie in dieser Oper? In dieser Inszenierung sind außer den Solisten und Opernchor auch ein Kinderchor zu führen. Wie schwer ist es, die Kinder für eine Oper zu begeistern? Es ist schwer und es ist leicht. Es sind zwei Dinge. Dieser Opernchor, hervorragend motiviert und eingestellt und vorbereitet von unserem Chordirektor, sind sehr ursprünglich im Umgang mit einfachen Dingen des Lebens. Also wenn man ihnen erklärt, dass diese Kinder auf einem Weihnachtsmarkt sind und wunderbare Leckereien kaufen können und wunderbares Spielzeug sehen und zu den Eltern rennen, und das am liebsten alles kaufen möchten, verstehen die das sofort und machen es auch. Und da sie so eine wunderbare Grundlage haben, musikalische Grundlage haben, so gut einstudiert sind, haben sie auch auf der Bühne schon eine gewisse Freiheit, das dann auch, was ich ihnen gesagt habe, zu spielen. Es ist manchmal ein bisschen die Traute, dass man, wenn so viele Menschen da sind, die Musik spielt und es ist alles so neu und der Raum ist neu und dann sind die Solisten da und singen, dass man so ein bisschen die Hemmschwelle überwindet und den Mut kriegt. Und dazu muss man die Kinder in den ersten Proben gerade sehr animieren und ihnen Mut machen und manchmal auch den Clown spielen, damit die Kinder frei werden und sich frei fühlen. Um das, was sie eigentlich schon verstanden haben, auch darzustellen.